Heute war ich mit unserer Landesvorsitzenden Britta Heide-Garben unterwegs. Das ist wirklich eine spannende Geschichte. Schlagabtausch mit Landwirten im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben uns über Ackerbau informiert, wir haben uns über Tierhaltung informiert. Die Dürre war natürlich ein allumfassendes Thema. Die Einbußen sind wirklich ganz massiv. Das kann Britta noch viel besser erklären, weil Britta muss man hier das alles nicht erst nochmal neu erklären, sondern Britta weiß, wovon sie spricht. Aber es ist ganz wichtig für mich, dass ich sehe, wie es den Landwirten geht, dass wir uns darüber unterhalten, wo geht die Landwirtschaft hin, welche Entscheidungen muss Politik treffen, damit tatsächlich auch in Zukunft hier bei uns vor Ort in Deutschland gute Nahrungsmittel produziert werden können. Ja, wir waren bei zwei Landwirten im Salzlandkreis und haben uns erkundigt, wie die Erträge sind, wie die Betriebe vorankommen, wie weit sie mit der Ernte fortgeschritten sind. Und man hat uns berichtet, dass auf beiden Betrieben bei der Rapsernte ungefähr 45% Ertragseinbuße eingefahren wurden und beim Weizen zwischen 30 und 50% Ertragseinbußen zu erwarten sind, was wirklich ein desaströses Ergebnis für die Betriebe bedeutet. Absolut. Ich habe das erste Mal gehört, dass ein Landwirt tatsächlich sagt, Rapsanbau lohnt sich nicht mehr. Eigentlich müsste man hier Soja oder andere Pflanzenarten anbauen. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen mit den Menschen ins Gespräch kommen, damit wir gemeinsam die besten Wege, die besten Pflanzen, die besten Zielrichtungen für eine gute Landwirtschaft hier in Sachsen-Anhalt finden. Und ich finde, das ist uns beim Schlagabtausch heute super gelungen. Daraus machen wir einen Hashtag. Und das machen wir weiter. Ja, die Reihe wollen wir fortführen.